Jetzt müsst ihr eigentlich gehen. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Dass ich eine Institution bin, das hat noch keiner zu mir gesagt. Alles doch, hört man natürlich gerne. Wobei man dann bei Institutionen denkt, naja, vielleicht ist man auch schon so verknöchert, wie manche Institutionen das sind. Aber ich will mir Mühe geben. Also, Thema Immobilien, Wohnen ist ein Thema, das ja naturgemäß für die meisten Menschen ein zentrales Thema ist. Denn die Mietausgaben sind der größte Ausgabenbrocken aus dem Budget der meisten Haushalte. Der Kauf einer Immobilie ist für die meisten Menschen wahrscheinlich die größte Investition, die sie machen und auch der größte Bestandteil ihres Vermögens. Und wenn wir unser Bankensystem betrachten, dann sind die Immobilienkredite im Augenblick auch etwa 50% der gesamten Bankkredite. Also dass Immobilien zentral sind, wichtig sind, ist überhaupt keine Frage. Und die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt in den vergangenen Jahren, muss ich Ihnen nicht sagen, sind ja durchaus spannend, da tut sich viel. Wir haben uns im Sachverständigenrat schon im Jahr 2013 mit dem Thema Immobilienmarkt auseinandergesetzt und jetzt wieder in unserem aktuellen Jahresgutachten, weil wir eben sehen, dass es auf der einen Seite Risiken gibt für die Finanzstabilität, dass es Risiken gibt von Blasenentwicklung auf dem Devisenmarkt, auf dem Immobilienmarkt, da gibt es auf dem Devisenmarkt, ist noch stärker. Und auf der anderen Seite natürlich die Frage, wie ist das mit bezahlbarem Wohnen, wie kann mehr Wohnraum geschaffen werden, was ja auch Ihr Thema ist. Und das, was wir in diesem Gutachten jetzt da zusammengetragen haben, das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal vortragen. Das sind sehr viele Aspekte, das macht das Thema ja auch so spannend, dass so viele unterschiedliche Dimensionen da zusammentreffen. Und ich will einfach jetzt in der Zeit, die ich habe, einfach mal so ein bisschen die Themen darstellen, die wir diskutiert haben, die Positionen dargestellt haben, die wir diskutiert haben. Und was auch ganz spannend ist, normalerweise sind wir eigentlich sehr unterschiedlicher Meinung im Sachverständigenrat. Konkreter, ich habe meistens etwas andere Meinung als meine vier anderen Kollegen, aber dieses Thema Immobilienmarkt haben wir vollständig einstimmig auch dargestellt. Da gab es also keinen Dissens, was jetzt dafür spricht, dass wir entweder völlig richtig liegen oder völlig falsch liegen. Aber jedenfalls eher ungewöhnlich, dass wir ein Thema haben, wo wir durchweg die Thematik einheitlich sehen. Ich will das so machen, ich will zunächst mal diese Frage kurz ansprechen. Besteht da die Gefahr von Blasenbildung, bestehen Risiken für das Finanzsystem? Sind diese Preisentwicklungen, die wir sehen, sind die gefährlich oder ist das etwas, wo man sagen kann, das bewegt sich durchaus noch im grünen Bereich? Also Blasenbildung, da haben wir alle vor Augen, was da in Irland passiert ist, was in Spanien passiert ist, was in den USA passiert ist. Das ist jetzt so eine Geisterstadt in Spanien, wo eben einfach aufs gerade Wohl gebaut wurde, wo dann irgendwann ein riesiges Angebot auf den Markt fiel, für das es keine Mieter gab, wo dann auch das Finanzsystem erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das haben wir alle vor Augen und deswegen ist natürlich immer auch die Frage, ist das etwas, was bei uns auch gefährlich sein könnte? Und Sie wissen das ja alle auch, wir haben natürlich Preisentwicklungen, die jetzt doch recht dynamisch sind, vor allem so etwa seit Beginn dieses Jahrzehnts und besonders ausgeprägt ist natürlich die Preisentwicklung in den Großstädten. Und wenn man ab und zu mal so aus Interesse liest, was in München das Immobilienangebot so dann darstellt, dann kann man durchaus bis 20.000 Euro im Quadratmeter der Wohnung kaufen. Also es ist schon eine Entwicklung, wo man sagen muss, ist das nicht gefährlich, ist das nicht etwas, was einfach jetzt aus dem Normalbereich rausgerückt ist und wo man mit größeren Preiskorrekturen rechnen muss. Das sind jetzt die realen Immobilienpreise von 1990 bis 2017 und wo haben wir Deutschland? Deutschland, das Rote. Ja, und wir sehen eigentlich, ist das, haben Sie jetzt Angst, dass ich noch mehr? Ist ja nichts Zerbrechliches drin. Und wir sehen eigentlich, diese rote Linie Deutschland ist relativ unauffällig. Also die Länder, wo es wirklich mal gekracht hat, also Niederlande hat deutlich mehr Preisentwicklung, Spanien Anfang der 2000er Jahren, da haben die Preise sich verdoppelt, verdreifacht und da ist in Deutschland wenig. Also wie gesagt, das sind reale Preise, das heißt, dass die Immobilienpreise deflationiert mit dem Preisindex, was ja auch irgendwie für eine langfristige Betrachtungsweise auch ganz spannend ist, dass man jetzt nicht nur, dass man fragt, wie hat sich das eigentlich entwickelt im Vergleich zur Kaufkraft. Und von daher muss man sagen, ist eigentlich jetzt hier Deutschland relativ unauffällig und also in diesem internationalen Vergleich nicht besonders dass man sagen könnte, das ist eine Blase, also nicht mal ein Bläsle, könnte man sagen, ist das, wenn man es schwäbisch formuliert,
Sie können gern die Charts alle haben. Also das kann ich Ihnen gern zur Verfügung stellen, können Sie ja dann machen. Also es müssen jetzt nicht irgendwie, ich kann Ihnen ganz zur Verfügung stellen. Also so gesehen würde man sagen, naja, eigentlich ist das jetzt nicht so schrecklich dramatisch. Jetzt kann man sagen, na gut, die Preise steigen stärker als die Mieten. Das ist was, was ja manche Investoren jetzt auch merken. Dass natürlich die Renditen jetzt nach unten gegangen sind. Und ist natürlich auch ein Punkt, werde ich nachher noch was drüber sagen, dass man jetzt eigentlich sagen kann, jetzt die Mietpreise sind jetzt von bösen Spekulanten nach oben getrieben. Denn die steigen ja weniger als die Mieten steigen, weniger als die Preise. Spricht also nicht dafür, dass jetzt die Mieten exzessiv nach oben gehen. Und was ganz spannend ist, dass jetzt das Verhältnis von Kaufpreisen zu Jahresmieten, wie die Deutsche Bundesbank das hat, und wenn man das umrechnet, das ist ja quasi dieses Vervielfältige, wenn man das in Rendite umrechnet, kriegt man aus dem, was Sie da links haben, rechts die implizite Anfangsrendite, wo man sieht, die ist gesunken, sie ist ein bisschen hoch, finde ich eigentlich, diese implizite Anfangsrendite nach jetzt, was die Bundesbank da ausrechnet, aber es sind die Zahlen, die es gibt. Aber man sieht jetzt, wenn man mal jetzt diesen Rückgang der Renditen sieht und vergleicht das mal mit den langfristigen Zinsen, da muss man sagen, so viel ist eigentlich auch nicht passiert. Also dieser extreme Rückgang der langfristigen, also man sieht ja, zu Anfang 2004, 2005 waren die langfristigen Zinsen nahe bei diesen impliziten Renditen. Und man sieht, dieser extreme Verfall der Zinsen ist eben doch bei Immobilien nicht so aufgetreten. Das heißt, klar, das weiß ja jeder, der irgendwie in Immobilien investieren will, das, sag mal, Top-Renditen gibt es da nicht mehr, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, wir haben da jetzt ein Verhältnis von Kaufpreisen und Jahresmieten, das völlig absurd ist, sondern es ist deutlich weniger jetzt, hat sich weniger entwickelt, als eigentlich von den Zinsen jetzt impliziert wäre. Wenn man jetzt fragt, naja, gibt es da Blasen, gibt es da gefährliche Entwicklungen, wenn man dann sich vor Augen hält, was ist in Spanien passiert, was ist in Irland passiert, dann sind das eigentlich so drei Sachen, die zusammenkommen müssen. Erst die Preise steigen kräftig, und diese steigenden Preise sind natürlich ein Anreiz jetzt für die Leute, in den Immobilienmarkt zu gehen. Was machen sie? Sie nehmen Kredite auf, um jetzt Immobilien zu kaufen. Es werden ja nicht nur neue Immobilien gekauft, sondern auch Bestandsimmobilien gekauft. Das heißt, es kommt eine massive Kreditentwicklung dazu und dann wird natürlich auch enorm viel gebaut und dann fällt das am Schluss den Leuten auf die Füße. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Also Preisanstiege, die sich verstärken. Kreditfinanzierung und es wird extrem viel gebaut und irgendwann ist da ein riesiges Angebot da und das ist ein Problem. Ja, das ist eigentlich so was da passiert ist. Also um jetzt also so eine krisenhafte, gefährliche Entwicklung zu konstruieren oder um zu diagnostizieren, ist ganz entscheidend, was passiert im Finanzsystem, wie ist die Kreditentwicklung. Und da ist eben auch spannend, der Vergleich jetzt wieder mit Spanien und Irland, da sehen wir, da hat sich das Kreditvolumen in dieser Boomphase bis 2007 in Spanien, Irland quasi verdreifacht. Innerhalb von ganz wenigen Jahren das Kreditvolumen verdreifacht. Und das sieht man jetzt hier in Deutschland eigentlich wenig. Wir haben sehr moderate Kreditentwicklung. Wir können fast sagen, fast zu wenig. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Deutschen trauen sich manchmal auch ein bisschen fast zu zurückhaltend, zu ängstlich, was jetzt Immobilieninvestitionen angeht. Lassen lieber das Geld auf der Bank liegen. Ich habe einen Klassenkameraden, treffe ich alle 5 Jahre beim Klassentreffen. Arzt und ehemaliger Arzt sagt, ich habe 1 Million auf der Bank. Ich habe mich so über alles geärgert. Aber jetzt ärgert er sich natürlich auch, dass er die Million auf der Bank hat. Das ist natürlich auch blöd. Ich habe vor 5 Jahren schon gesagt, kauf eine Immobilie. Nee, da ärgere ich mich nur. Und jetzt ärgert er sich halt über die 1 Million, die da zinslos auf dem Bankkonto wabert. Aber das ist so ein bisschen die Haltung in Deutschland, dass man irgendwie lieber das Geld auf die Bank legt und über den Herrn Draghi schimpft, anstatt zu sagen, eigentlich ist doch der Herr Draghi ein netter Mensch, denn er gibt mir die Möglichkeit, doch zu extrem günstigen Konditionen Kredite aufzunehmen. Es war vor ein paar Tagen in der FAZ eine Übersicht, dass man für 10 Jahre, ich denke, zu rund 1% das Geld kriegt. Und anstatt jetzt über Draghi zu schimpfen, könnte man sagen, so eine tolle Chance, da kann man doch was machen mit. Aber das Deutsche ist eher so, dass man sagt, ich lege meine Million auf die Bank, ärgere mich über den Draghi und ja, ärgere mich halt. Ja, aber das ist so ein bisschen auch bei uns so die Mentalität, dass wir irgendwie auch extrem vorsichtig sind. Natürlich, wir wollen nicht das spanische Modell, wo das Kreditvolumen sich verdreifacht. Das ist natürlich auch nicht so toll. Der Spanier macht das ganz gern, spekuliert gern ein bisschen. Die Spanier haben das auch alles, machen das auch mit variablen Zinsen. Also die ganze Immobilienfinanzierung in Spanien ist
auf 3 Monats, also langfristiger Vertrag, aber der Zinssatz wird alle 3 Monate angepasst. Euribor. Ja gut, das ist ja spannend, weil meistens die kurzfristigen Zinsen niedriger sind als die langfristigen. Na, aber natürlich, wenn die kurzfristigen hochgehen, hat man ein Problem. Aber das ist halt, wie gesagt, der Spanier hat es gerne ein bisschen heißer, ich weiß, hat es gerne ein bisschen mehr und naja, jedenfalls sieht man eigentlich nicht, also Kreditentwicklung ist eigentlich okay. Und was ja auch bekannt ist, ist, dass einfach die Zinsbindung relativ lange ist. Der Verband Deutscher Pfandbriefbanken hat, glaube ich, die durchschnittliche Zinsbindung vor 13 Jahren, also nicht 3 Monate wie der Spanier, sondern 13 Jahre. Und wir sehen auch die Verschuldung der privaten Haushalte insgesamt und auch bezogen auf die Immobilienkredite ist absolut stabil. Das heißt also, in Deutschland ist überhaupt keine Tendenz zu erkennen, jetzt irgendwie sich von diesen Kreditkonditionen verleiten zu lassen, irgendwie jetzt aktiv jetzt auf Immobilienmärkte zu gehen, sondern ja, wird jetzt diesen Zahlen, gerade dieser linken Chart, das Graue, das Orangene und das Gelbe ist jetzt Verschuldung für Wohnungsbaukredite bezogen aufs Einkommensanteil, bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt, sieht man nichts. Nicht? Bei den USA im Laufe der 2000er Jahre ist das riesig nach oben. Die Amerikaner haben sich auch bis über den Hals voll mit Immobilienkrediten dann verschuldet, was sicher auch nicht gut ist. Bei den USA ist ähnlich wie Spanien, war ja auch eine Phase, auch das ist ja, wenn man fragt, was kann schiefgehen, USA gab es ja diese Phase bis 2007, wo dann diese Subprime-Kredite vergeben wurden. Und Subprime klingt ja irgendwie, als wäre das was Gutes, so Subprime. Aber Subprime-Kredite waren ja Kredite, wo der Kreditnehmer schon mal irgendwie seinen Verbindlichkeiten nicht so richtig nachkam, wo er kein festes Einkommen hat, wo er das Einkommen nicht richtig belegen konnte. Das waren die Subprime-Kredite. Das ist auch nicht so toll. Da war ja in den USA häufig das Muster auch, dass die Leute Kredite zu 100% Fremdfinanzierung und manche hatten sogar in der Höhe dieses Booms Kredite aufgenommen, wo das, was sie gezahlt haben, monatlich weniger war als die Zinsen, die sie zahlen mussten. Das heißt, es waren also Kredite, die noch quasi wo sich der Kreditbetrag quasi noch erhöht hat. Das heißt also, da sind wir wirklich in Deutschland, glaube ich, wirklich auf der sicheren Seite, sodass also von daher aus meiner Sicht auch keine Gefahren jetzt kommen können. Wie gesagt, das zweite ist dann, das Problem ist dann, oder das dritte Problem ist, dass man sagt, naja, es wird zu viel gebaut. Und warum habe ich da jetzt so ein Schweinchen hin? Weil das ein Muster ist, das wir in der Ökonomie kennen, ein gefährliches Muster, nämlich der sogenannte Schweinezyklus. Ein Schweinezyklus heißt, es besteht zwischen dem Zeitpunkt der Angebotsentscheidung und dem Zeitpunkt, wo das Angebot an den Markt kommt, eine ganz große Verzögerung, sodass eben jetzt eben sehr viel Angebot sich ansammelt und irgendwann kommt das gesammelte Angebot an den Markt und dann ist aber die Preisreaktion viel zu spät. Wenn Sie T-Shirt produzieren und diese Textilproduzenten, die machen ja, glaube ich, für jeden Monat eine neue Mode oder ein neues Programm und dann merken Sie direkt, ob das T-Shirt sich verkauft oder nicht. Bei Immobilien ist die Gefahr, dass sich da quasi das Angebot aufbaut, aber bis es genehmigt ist, bis es gebaut ist, bis alles und irgendwann, das sind diese Geisterstädte, irgendwann stehen da ganz viele Immobilien, aber es sind keine Mieter da, keine Käufer da, dann hat man ein Riesenproblem. Und das ist eben Schweinezyklus. Warum? Weil ein deutscher Ökonom 1926 oder so erkannt hat, dass es bei Schlachtschweinen auch so einen Mechanismus gibt, dass eben auch eine Zeit dauert, bis die Schlacht fertig sind und je nachdem, wenn der Preis hoch ist, dann züchten die ganz viele Schweine und dann kommt nach einiger Zeit, kommen die vielen Schweine auf den Markt, dann fällt der Preis nach unten, dann züchten sie keine Schweine, dann geht der Preis und so. Deswegen heißt das Schweinezyklus. Und das ist ja ein Mechanismus, den man auch im Ausbildungsbereich manchmal sieht. Also es eine lange, lange Differenz gibt zwischen der Entscheidung anzubieten und der Fertigstellung des Angebots. Und das ist gefährlich am Immobilienmarkt, muss man auch darauf achten, weil das eben diese Rückmeldung durch das Preissystem, die kommt halt sehr spät. Aber deswegen muss man auch gucken, wie sieht es da aus. Und wenn wir uns in Deutschland jetzt angucken, was wir im Augenblick Wohnungsbauinvestitionen haben, jetzt bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2018, etwa 6%. Und wenn man jetzt mal sieht, in Ländern, wo es gekracht hat, Irland, Spanien, Griechenland,
da war das halt im zweistelligen Bereich. Also Spanien war in der Endphase dieses Immobilienbooms eine reine Immobilienwirtschaft, wo alles irgendwie gebaut hat. Und das sind so Indikatoren, an denen man eben sieht, auf die man gucken muss, man aufpassen, ob Gefahren bestehen. Wenn wir uns in Deutschland nochmal angucken, dann sehen wir hier Baugenehmigungen, Baufertigstellungen deutlich geringer noch als, wir hatten ja auch so einen kleinen Immobilienboom, der auch nicht so gut war, wo vielleicht der eine oder andere das noch weiß, da in Ostdeutschland, so die Mitte der 90er Jahre, hat mancher Zahnarzt und vielleicht ein Arzt da auch schmerzliche Erfahrungen gemacht, weil da eben zu viel gebaut wurde. Das sieht man hier, das war halt auch steuerlich massiv gefördert, aber wir sehen, wir sind weit von diesen Bautätigkeiten in Mitte der 90er Jahre entfernt. Wir sehen auch hier ganz spannend, jetzt fürs Baugewerbe die Kapazitätsauslastung, dass sie eigentlich sehr stark die Bevölkerungsentwicklung spiegelt. Wir hatten bis zum Jahr 2005 in den großen Städten nahezu konstante Bevölkerung, sogar teilweise rückläufig. Also von 1990 bis 2005 hat sich echt nichts getan. Und dann von 2005 an ging die Bevölkerung massiv zugenommen. Stuttgart ist so irgendwie, glaube ich, mittendrin, machen wir Stuttgart grün, aber auch da sieht man es ein bisschen, aber besonders ausgeprägt ist München. Also das heißt, dieser Preisanstieg in München ist nicht nur, dass er vom Himmel fällt, sondern das ist einfach die Stadt, die am meisten Zuzug hat. Berlin, eben bis 2005 sogar rückläufige Bevölkerungszahl. Der Immobilienmarkt in Berlin war 2005, 2008, der war halb tot. Also wenn man da Immobilien gekauft hat, war das eigentlich super. Weil keiner wollte Immobilien in Berlin kaufen. Und naja, irgendwann hat es sich gedreht, aber es ist eben nicht rein spekulativ, sondern es ist auch Ausdruck der Attraktivität der Stadt, des Zuzugs in die Stadt. Und irgendwie haben das viele einfach nicht rechtzeitig erkannt. Und wenn man jetzt das Statistische Bundesamt die Prognose nimmt, dann ist eigentlich auch die Prognose, dass jetzt gerade in den Städten, Stadtstaaten und großen Städten, dass die Zahl der Haushalte noch zunimmt bis 2035. Das ist ja ein spannendes Phänomen, dass wir eigentlich so in den 2000er Jahren gedacht haben, wir sterben aus. Das war, wenn man da irgendwie so mit Leuten geredet hat, dass man sich eine Immobilie kauft, haben gesagt, spinnst du, wir sterben aus. Oder? Das war so irgendwie, war so die allgemeine Negativstimmung. Und irgendwie war das eine ziemlich schlechte Prognose, das Aussterben. Nicht? Also im Gegenteil, wir haben einen massiven Zuzug auch von ausländischen Arbeitnehmern. Und das hat eben vielleicht auch zu dieser anämischen Entwicklung da auf den deutschen Immobilienmärkten so bis Mitte der 2000er Jahre dann beigetragen. Jetzt kann man sagen, naja, was kann denn noch passieren auf dem Immobilienmarkt? Naja, man könnte sagen, die Zinsen steigen kräftig an. Welchen Effekt hat das auf die Immobilienpreise? Ich habe es einfach mal so eine Beispielsrechnung gemacht. Ich sage, okay, ich habe 70.000 Eigenkapital, ich kann für Zins und Tilgung jährlich 18.000 Euro bezahlen, ich will es bis zum Jahr 2039 tilgen und beim Zinssatz von 1,5% kann man einen Betrag von 83.000 Euro finanzieren. Das ist ja spannend, bei Immobilien ist ja wirklich der Zusammenhang zwischen Preisen und Zinsen ja relativ direkt, weil ich habe bestimmtes Eigenkapital, ich kann einen bestimmten Betrag tilgen oder aufbringen für Zins und Tilgung. Ich will eine bestimmte Tilgungsfrist und dann kann ich mir direkt den Preis ausrechnen. Ja, und jetzt wenn wir jetzt mal und dann kämen da 83.000 raus. Wenn man jetzt sagt, okay, wenn jetzt die Zinsen sich verdoppeln würden auf 3%, dann könnte man finanzieren 338.000. Also wäre so grob 10% weniger. Das wäre jetzt nicht schön, aber eigentlich muss man sagen, es ist eigentlich nicht so dramatisch, das ist eigentlich das Spannende. Das ist ja keine so unrealistischen Annahmen, wenn man mal das, man kann es natürlich anders machen. Aber das heißt, selbst wenn so ein Zinsanstieg käme und die Preise allein so zustande kämen, was sie auch nicht tun, wäre es eigentlich auch ganz okay. Die gute Nachricht ist, Herr Draghi hat jetzt gerade Pressekonferenz, aber ich kann es trotzdem lesen, das Geld überschreiben, auf der Pressekonferenz am 24. Januar gesagt, also die Zinsen bleiben mindestens bis zum Sommer über den Sommer hinaus niedrig und so lange erforderlich wie nötig. Und außerdem sagt er, erhebliche geldpolitische Impulse sind nach wie vor unerlässlich. Das heißt, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir 3% Hypothekenzinsen kriegen, ist in den nächsten 4 bis 5 Jahren, würde ich sagen, ist bescheiden.
Und wenn das wirklich so käme, würde die Wirtschaft so gut laufen, dass von daher wieder das Ganze nach oben geht. Also dieses Zinsrisiko, jetzt, dass die Zinsen da viel kaputt machen, ist nicht der Fall. Und was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, auch für die Finanzstabilität, selbst wenn morgen früh alle Immobilienpreise um 20% sinken würden, egal warum, einfach nur so die böse Fee wird sagen, alle Immobilienpreise sinken um 20%, wäre das letztlich für die Finanzstabilität auch nicht so schlimm. Weil die meisten Leute, die jetzt sich ein Haus gekauft haben, eine Wohnung gekauft haben, haben es auf 15 Jahre finanziert, die werden deswegen auch nicht ausziehen, die würden sich ärgern, würden sagen, so ein Mist, jetzt, dass ich das so teuer gekauft habe, aber sie würden in ihrem Ding drin bleiben, würden weiter ihre Zinsen und Tilgung, es wird nichts passieren. Weil es wäre total unschön, es passiert auch nicht, aber es ist ja immer spannend, sich zu überlegen, was passiert, wenn der Himmel einstürzt. Ja, und man sagt, naja, viele Immobilienbesitzer würden sich natürlich ärgern, vor allem die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren was gekauft haben, aber eigentlich würde man sagen, auch nicht schlimm. Also jetzt für das System, die würden ja nicht ihre Wohnung verkaufen, ihre Häuser verkaufen, sondern sie würden sich halt ärgern, aber es wird auch nichts passieren. Also von daher, glaube ich, wenn man diesen ersten Block zusammenfasst, würde ich sagen, dass jetzt wir eine Phase haben, wo irgendwie Prozesse kommen, wie man das in anderen Ländern erlebt hat, Irland, Spanien, USA, kann man, glaube ich, ziemlich sicher ausschließen. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt bei Immobilienpreisen Korrekturen nach unten kriegen. Ich glaube, es ist schon so, dass die besten Zeiten sind vorbei. Also diese fantastischen Preissteigerungen, die man erlebt hat, wenn ich jetzt mal Berlin wieder als Beispiel nehme, da konnte man Immobilien kaufen, die waren vielleicht nicht besonders schick, aber immerhin beste Lage Berlin-Mitte 2008 für 1.000 Euro im Quadratmeter. Das war wirklich eine schöne, gute Gegend. Und die kosten jetzt halt 4.000. Das wird man in der Dynamik nicht mehr erleben. Das, denke ich, ist, also da sind die besten Zeiten sind rum. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das nach wie vor ist Immobilien eine vernünftige Anlage. Und ich glaube, wenn man natürlich für 20.000 jetzt Euro in München irgendwas kauft, da weiß ich auch nicht, dann muss man sich halt überlegen, ist vielleicht zumindest jetzt als Kapitalanlage, würde ich sagen, bedingt ratsam, wenn man sich das leisten kann, ist wunderbar, aber wenn man jetzt da irgendwie sein Erspartes in eine 20.000 Euro Quadratmeter Wohnung legt, ist vielleicht auch nicht so toll. Aber insgesamt, glaube ich, ist an der Front, glaube ich, nicht so das zentrale Problem. Lösungsansätze, was kann man tun, was sollte man tun? Also offensichtlich muss man nicht bremsen, man muss jetzt nicht irgendwie sagen, um Himmels Willen, wir müssen jetzt noch irgendwelche, wie wir das heute so nennen, makropotenziellen Regelungen machen, die es also den Leuten schwerer machen, noch Immobilien zu kaufen, weil die Kreditbestimmungen restriktiver werden. Ich sehe dafür überhaupt keinen Grund. Das heißt, man muss eigentlich die Lösungsansätze müssen aus einem anderen Bereich kommen. Ich denke, es gibt zwei große Herausforderungen. Das eine ist, wie kann man mit diesen steigenden Mieten umgehen, wie kann man damit umgehen, dass Menschen, die jetzt niedrige Einkommen haben, dass denen doch sehr, sehr schwer fällt, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und das andere ist die Frage, wie kann man eigentlich dafür sorgen, dass Leute, die jetzt einfach sich eine Wohnung erwerben wollen, die eine Wohnung kaufen wollen, dass die in der Lage versetzt werden, sich auch das zu realisieren. Weil ich glaube, das ist für viele Menschen nach wie vor eine wichtige Sache, eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus zu haben. Ich glaube, das ist auch ein Gefühl von Unabhängigkeit und von Selbstbestimmung. Und das ist auch wichtig. Aber diese beiden Aspekte muss man, glaube ich, gegeneinander halten. Das ist quasi die soziale Funktion. Es ist wichtig. Wir wollen nicht, dass wir Ghettos kriegen in unseren Städten. Ich meine, in Frankreich mit diesen Gelbwesten oder so. Man muss schon gucken, dass man die Gesellschaft balanciert hält. Und Wohnen ist eben ganz zentral für viele Menschen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch gucken, dass jemand, der sagt, okay, ich würde gerne in meinen eigenen vier Wänden wohnen, dass das auch nicht völlig unerschwinglich und völlig unrealistisch ist. Ich denke, das sind die beiden wichtigen Aufgaben. Und wenn man jetzt diese sozialpolitische Dimension ist eben die, dass man sieht, dass die Mietbelastung halt mit dem Haushaltsnettoeinkommen massiv zunimmt. Wer unter 900 Euro verdient, Nettoeinkommen hat, zahlt eben 50% des Einkommens für Miete und Nebenkosten. Und klar, wer viel verdient, wenig. Das heißt, wenn wir jetzt steigende Mieten haben, trifft es natürlich Leute mit niedrigen Einkommen in besonderer Weise. Das muss man einfach so sehen. Man sollte aber auch sehen, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir auch jetzt schon eine Situation haben, wo ja Mieter nicht völlig ungeschützt sind, sondern man hat ja doch ein relativ umfassendes System von Schutzvorschriften, dass man die Mieten nicht einfach erhöhen kann, dass man nicht einfach einen Mieter raussetzen kann, dass bei der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen relativ lange Schutzvorschriften geben. Also es ist nicht so,
wie das manchmal in den Medien kommt, dann sagen die Mieter sind vollkommen schutzlos. Das würde ich sagen, kann man so nicht sagen. Ja, und wir sehen es auch, es ist kein Schaden dabei, die Bestandsmieten steigen im Großen und Ganzen in Einklang mit der Inflationsrate. Also für die Leute, die jetzt in ihrer Wohnung wohnen, tut sich eigentlich jetzt bei der Mietentwicklung nichts so Tragisches. Klar ist, dass wir jetzt bei Neuvermietungen steigende Preise haben, steigende Mieten haben. Und das ist eben ein beliebtes Instrument, jetzt diese Mietpreisbremse, wo es ja auch die Idee gibt, das noch auszuweiten. Und ich muss sagen, ich bin jetzt kein so großer Anhänger dieser Mietpreisbremse, einfach deswegen, weil, wie ich das sage, eine Symptomtherapie ist. Das heißt, wer eine Wohnung kriegt, hat Glück, kriegt die billiger, aber es gibt die Knappheit an sich. Und das Problem in den Großstädten ist ja ein Problem der Knappheit von Wohnungen, weil die Leute alle in die Großstädte wollen und nicht genug Wohnungen da sind. Der Wohnungsmarkt ist eben ein Markt, das muss ich Ihnen auch nicht sagen, wo halt die Anpassung des Angebots an die Nachfrage langsam vonstatten geht. Das geht halt nicht so schnell. Und wenn jetzt viele Leute in die Großstädte wollen, die Mieten gehen hoch, ist das eigentlich ein Preissignal, das sagt, Achtung, Knappheit, überlegt es euch, ob ihr in die Großstädte wollt, Achtung an die Investoren, ihr könnt höhere Mieten erzielen, ihr könnt auch da bauen. Da ist noch Bedarf. Und wenn man jetzt dieses Preissignal unterdrückt, hat man ein Problem, weil eben natürlich für die Anbieter ist es weniger attraktiv, jetzt Wohnungen anzubieten. Jetzt sagen viele, naja, die Mietpreisbremse gilt ja nur für die neuen Wohnungen. Aber es gibt natürlich auch Leute, wenn ich jetzt eine Wohnung schon habe, die unter die Mietpreisbremse fällt und der Mieter zieht aus, muss ich es ja nicht wieder als Mietwohnung in den Markt geben. Es gibt ja keinen Grund dafür. Und wenn ich jetzt eine Wohnung habe, wo der Mieter nach 20 Jahren auszieht, ich hätte jetzt die Möglichkeit, mal irgendwie da einen ökonomischen Vorteil rauszuziehen, ist die Frage, vermiete ich die wieder an jemand, jetzt bei Mietpreisbremse zu einer niedrigen Miete, bleibt wieder 20 Jahre drin. Und die Alternative ist ja, man kann natürlich gerade in so Märkten wie Berlin, man verkauft einfach die Wohnung als Eigentumswohnung. Das ist ja nicht reguliert. Das heißt, diese Mietpreisbremse führt dazu, dass eben Wohnungen diesem regulären Mietmarkt entzogen werden, in den Eigentumswohnungsmarkt gehen, wo es keine Grenze gibt und wo es natürlich auch viele Leute gibt, weil sie auf dem Mietmarkt keine Wohnung kriegen, die halt die Eigentumswohnung kaufen. Das heißt also, Mietpreisbremse ist in der Hinsicht etwas, was eigentlich den regulären Mietmarkt reduziert. Ich habe das hier auch jetzt, der Anteil der möblierten Wohnungen am gesamten Angebot, so in München fast 50%, Stuttgart auch 45%. Und das ist die andere Alternative, dass man natürlich sagt, ich vermiete die Wohnung nicht mehr regulär als Mietwohnung, sondern ich möbliere die schön, gucke, dass ich Leute kriege, die so ein, zwei Jahre drin wohnen und dann sehen wir weiter. Und die Mietpreisbremse gilt zwar irgendwie schon auch für möblierte Wohnungen, aber so richtig nachprüfbar ist es nicht mehr, weil dann schwierig ist, den Wert der Wohnung zu ermitteln. Und das ist natürlich auch eine Alternative eines Vermieters, der sagt, ich gebe das nicht in den regulären Mietmarkt, sondern ich gebe es in den möblierten Markt und damit tue ich auch wieder den Mietwohnungsmarkt natürlich reduzieren. Und gut, und natürlich ist es auch jetzt für Anbieter fraglich, soll ich wirklich in Mietwohnungen investieren? Im Augenblick gilt die Mietpreisbremse nicht, aber natürlich ständig mit solchen Gespenstern gearbeitet wird, schreckt das natürlich auch Investoren ab. Und da hat man natürlich den großen Fehler gemacht, dass man jetzt in Berlin, Dresden, aber teilweise auch in Kiel und Hannover, dass man eben in den 2000er Jahren im großen Stil kommunale Wohnungsbestände verkauft hat. Das war also kann man sich wirklich fragen, wie konnte man eigentlich sowas machen? Und vor allem der Herr Sarrazin, der heute so toll durch die Welt zieht, der war da besonders aktiv dran, riesige kommunale Wohnungsbestände zu verkaufen. Und ich denke, dass die nicht wissen, was die Quadratmeterpreise waren, vielleicht 500 Euro, wenn überhaupt. Das heißt, man hat doppelt eigentlich Probleme, man hat einen riesigen Vermögensverlust für die öffentliche Hand, weil man das Zeug zum Stäbchenpreis verkauft hat. Und man hat natürlich auch heute fehlen diese Wohnungen jetzt als Handlungsmöglichkeit. Also das ist was, wo man im Rückblick sich fragen kann, wie konnte man eigentlich sowas machen, dass man in der schlechtesten, das war eben auch so 2004, 2005, wo der deutsche Immobilienmarkt wirklich im Loch war, dass man da von Appel und Ei an Großinvestoren das Ganze verkauft hat, das ist schon irgendwie erstaunlich. Spannend ist, dass manche der Großinvestoren, die 2005 diese Immobilien gekauft haben, sie 2009 schon wieder verkauft haben, weil sie damals gedacht haben, sie haben einen riesen Reibach gemacht, aber danach ging es erst richtig los. Das ist auch ganz witzig. Also manche waren so gierig, dass sie das Gefühl hatten, boah, jetzt haben wir schon so viel Geld gemacht. Aber es sind natürlich, gerade wenn man Berlin nimmt, 2009 war ja noch nicht so richtig, man hat ein bisschen das durchgehalten, hätte man noch viel mehr Geld gemacht.
Aber natürlich hat man da viele Möglichkeiten jetzt sich genommen. Ich meine, der soziale Wohnungsbau hat ein schlechtes Image und vielleicht hier auch nochmal jetzt die Zahlen, man guckt, Sozialwohnungen gehen zurück. Der Neubau, das Neubauten sind 25.000, ist also relativ wenig. Der soziale Wohnungsbau hat ein schlechtes Image, Ghettobildung und Fehlbelegung und all diese Dinge, sodass die meisten Leute das gar nicht so toll finden. Aber spannend ist in Bayern, Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz, es ist ja so, der soziale Wohnungsbau ist ja nach der Föderalismusreform Ländersache. Die Länder, jedes Land kann das selber machen. Und Bayern hat, wie ich finde, ein ganz gutes Modell, wo man eben sagt, naja, wir versuchen jetzt nicht nur Leute mit ganz niedrigen Einkommen in die Förderung zu ziehen, sondern wir versuchen ein relativ breites Spektrum zu machen. Also Einkommen bis 5.400 Bruttoeinkommen für die Familie. Wir machen da drei Gruppen, die dann unterschiedlich gefördert werden. Die müssen regelmäßig auch ihre Einkommensnachweise bringen, sonst verlieren sie die Förderung. Und was auch ganz spannend ist, auch private Investoren können da mitmachen, wenn sie wollen. Also Berlin unter 20%, Hamburg, was über Berlin ist, ein bisschen mehr als 20%. Das heißt, es ist eigentlich extrem schlecht. Und das führt natürlich zu dem traurigen Befund, dass die Belebung und die positive Entwicklung des deutschen Immobilienmarkts eigentlich bei der Mehrzahl der Deutschen nicht angekommen ist, weil ihnen viel zu wenig Wohnungen gehören. Das ist eigentlich das fundamentale Problem. Wenn Sie jetzt wie in da oben irgendwie so Spanien oder so, wenn Sie da 70% Wohneigentumsquote haben, dann ist natürlich so eine Immobilienmarktentwicklung ein Programm zur Vermögensbildung breiter Schichten. Da wird die ganze Bevölkerung wird reicher. Wenn Sie jetzt so wenig Wohneigentum haben wie bei uns, dann haben Sie ein Riesenproblem. Das erklärt auch so ein bisschen, wieso der Herr Draghi in Deutschland so unbeliebt ist. Weil wir eben ein Volk sind, das eben wenig Immobilieneigentum hat. Und jeder, der jetzt in den letzten 10 Jahren eine Immobilie gekauft hat und die am besten noch fremdfinanziert hat, ja, für den ist der Draghi der beste Freund. Oder? Ich meine, da kann man sich nicht beklagen. Und jetzt bei uns mit dieser geringen Eigentumsquote ist natürlich genau das Gegenteil. Warum natürlich? Weil wir, anstatt unser Geld in Immobilien zu investieren, wie verrückt irgendwelche Lebensversicherungen und sonst was gekauft haben. Ja, das heißt, wir haben unsere Vermögensbildung in den vergangenen 10 Jahren vollkommen in die falsche Richtung gelenkt. Und da aus meiner Sicht ein großer Politikfehler. Man hat eben abgeschafft die Eigenheimzulage, wenn man gesagt hat, das ist ja also Skandal, Subvention ersten Ranges, und hat dafür gesagt, wenn du aber jetzt in Riester, Rürup, Altersvorsorge, Produkte, betriebliche Altersvorsorge investierst, ja, das kann gar nicht genug subventioniert werden. Also es war eine gute Leistung der Versicherungslobby, dass sie die Eigenheimförderung, an der sie nichts verdienen, zur Subvention, die also wirklich ausgemerzt werden muss, die Förderung von Versicherungssparen, was ja genauso eine Subvention ist, bloß eine andere Anlageklasse, das war moderne Altersvorsorge. Großartig, total schick, betriebliche Altersvorsorge. Kann man nicht genug reinstopfen und das ist ein fundamentaler Politikfehler gewesen, weil jetzt gerade in den letzten 10 Jahren hätten ganz viele Menschen jetzt ihre Vermögenssituation deutlich bessern können. In Berlin mit 18%, also ich sage da, für 1.000 Euro konnte man in Berlin Mitte eine Wohnung kaufen. Das heißt, wenn Sie 100 Quadratmeter Wohnung gekauft haben als Mieter, hat die 100.000 Euro gekostet. Und das war ja eigentlich zu stemmen gewesen. Das ist wirklich kein riesiger Betrag. Und wenn da den Leuten ein bisschen geholfen hätte, über diese Schwelle zu kommen, wären die heute alle glücklich. Stattdessen haben das Investoren aus der ganzen Welt, aus Niederlanden, aus Skandinavien, haben gesagt, hey Berlin, Schnäppchen, wir kaufen das weg. Das heißt, man hat eine Riesenchance vertan, gerade in den Städten, eigentlich Leuten zu helfen, jetzt in Immobilienbesitz zu kommen. Die werden heute alle glücklich, werden alles Draghi-Freunde. So, das heißt, also wir haben das Problem dieser fehlgeleiteten Vermögensbildung bei uns in Deutschland, die einfach nur das Geldsparen fördert, aber nicht das Immobiliensparen. Das ist ja bis heute eigentlich noch der Fall. So, wenn man jetzt fragt, was sind die Hürden jetzt für den Immobilienerwerb? Ein Punkt ist die Grunderwerbsteuer, die ja auch kräftig zuschlägt. Wir haben jetzt in fast meisten Ländern Steuersätze von fast 6,5%. Und das ist natürlich eine Riesenhürde. Wenn man das andere noch dazu nimmt, Notar und Makler auch, kriegt man natürlich ordentliche Fixkosten, die ja viele Leute abschrecken,
zu sagen, na, ich komme jetzt nach Stuttgart für 3 Jahre und ich komme nach Stuttgart, wer weiß, ob ich da bleiben will. Und da ist natürlich so 10% oder noch mehr Fixkosten enorm viel. Und die Grunderwerbsteuer ist ein Hemmnis, wo man fragen kann, muss das sein, muss das so hoch sein? Und es gibt eben jetzt Möglichkeiten in anderen Ländern, sagen wir in Belgien und Niederlande werden Neubauten ausgenommen von der Grunderwerbsteuer, wenn man sagt, naja, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe, dann ist ja die Mehrwertsteuer steckt ja schon drin für die ganzen Bauten, die gemacht werden. Und wenn der Grund gekauft wurde, muss ja auch schon Grunderwerbsteuer bezahlt werden. Das heißt, wenn ich das Ding nochmal mit Grunderwerbsteuer belege, ist quasi eine Doppelbesteuerung. Deswegen finde ich sehr naheliegend, dass man sagt, Neubauten, die jetzt gekauft werden, müssten eigentlich von der Grunderwerbsteuer befreit werden. Man kann mit Freibeträgen arbeiten. Der dritte Punkt ist zu kompliziert. Der Länderfinanzausgleich ist so konstruiert, dass alle Bundesländer, die unter dem Durchschnitt bei der Grunderwerbsteuer liegen, dass sie einen Anreiz haben, drüber zu gehen. Ich will das aber nicht. Aber das ist was Technisches. Weil was erfreulich ist, also wir haben in unserem Jahresgutachten dafür geworben, so einen Freibetrag einzuführen und die Bundesregierung nimmt immer Stellung zu unserem Jahresgutachten im Jahreswirtschaftsbericht und hat jetzt gesagt, ja, im Jahreswirtschaftsbericht, die Bundesregierung prüft einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer beim erstmaligen Erwerb von Wohngrundstücken für Familien. Wäre ja vielleicht mal ein erster Weg, wenn man das ein bisschen macht. Vielleicht hätte unser Gutachten dann auch einen Effekt immerhin gehabt. Und das ist ja eines der Probleme, wieso Leute keine Immobilien kaufen, weil natürlich die Jobs mobil sind und dann irgendwie hat man eine Wohnung in Stuttgart, muss dann nach Berlin und da hat man ein Problem. Das heißt, das wäre sicher etwas, wo man was machen kann. Was eben ganz spannend ist, jetzt man sagt, okay, wir wollen jetzt die Förderung des Immobilienerwerbs quasi gleichstellen mit der Förderung von Versicherungssparen, spannendes Modell in der Schweiz. Die Schweizer sagen, wenn du jetzt betriebliche Altersvorsorge machst, kannst du das Geld, was da gespart wird, entweder als Sicherheit nehmen, als Hypothek für eine Immobilie oder du kannst sogar den Betrag nehmen und dann entsprechend Immobilien kaufen. Müsste man eigentlich da eine Regelung machen, die jetzt sagt, die Grundsteuer darf nur in dem Maße erhöht werden, in dem auch die Mieten erhöht werden. Müsste man eigentlich machen. Weil wenn ich den Mieter jetzt schützen will und wenn er jetzt Pech hat, er wohnt jetzt irgendwie, hat er eine Wohnung, wo der Bodenwert exzessiv ist, hat irgendwie, kann er Berlin-Mitte oder so, ist er halt jetzt vor 35 Jahren oder so, also hat noch zu DDR-Zeiten die Wohnung gemietet und die ist extrem günstig. Und jetzt ist das natürlich bei der Mitte der Bodenwert exzessiv, da sitzt da so eine arme Oma und muss dann plötzlich, heißt ja, jetzt musste leider die Miete steigt jetzt um, oder die Grundsteuer, Nebenkosten steigen um, was weiß ich, 150 Euro, weil du bist ja in Berlin-Mitte. Klar, da ist halt der Bodenwert teuer und da hast du Pech gehabt, dass sie jetzt da, ist problematisch, dass an den Mieten, man müsste eigentlich dann auch quasi wie bei den Mieten so eine Regelung machen, wie jetzt diese Grundsteuer angehoben werden darf, eigentlich müsste es nach gleichen Maßgabe machen wie die Mieten. Dass man jetzt sagt, jedes Jahr so und so viel und nicht mehr als, dann könnte man das machen, denn sonst gibt es ja wirklich soziale Härten. Und die scheint man ja auch nicht zu wollen. Also ist ein schwieriges Kapitel, aber aus meiner Sicht unter dem Aspekt des Schaffens von Wohnraum wäre eigentlich dieses Bodenwertmodell eindeutig das beste Modell. Es wäre auch am einfachsten, weil die mit Mieten, da hat man gesagt, das soll jetzt irgendwie so pauschalierte Netto-Kaltmieten, aber die sind ja auch oft schwierig, weil in welchem Zustand die Wohnungen sind. Da kann ja auch, wenn man es auch wieder Berlin-Mitte nimmt, da gibt es natürlich total tolle Wohnungen, toll modernisiert. Es gibt aber olle Wohnungen und es einfach nach der Wohnfläche zu machen, die Miete dann pauschaliert zu nehmen, ist eigentlich auch Quatsch. Also mal gucken, was rauskommt. Aber ich meine, eigentlich wäre jetzt dieses Bodenwert, das beste Alter des Gebäudes auch schwierig, vor oder nach 1948. Ja, mein Gott, es gibt Wohnungen aus dem Jahr 1970, die sehen schrecklich aus. Es gibt Wohnungen von 1930, die sind bestens. Also da muss noch einiges gemacht werden. Aber es ist klar, wenn es darum geht, Wohnraum zu schaffen, wäre diese Bodenwertsteuer die beste Lösung. Ein Thema, das jetzt, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, dieses Bestellerprinzip, da kriegen Sie auch keine Panik. Erstmal durchschnaufen, wie der Schwabe sagt.
das Bestellerprinzip bei, jetzt beim Kauf von Immobilien, muss man, wenn man es rein ökonomisch sieht, muss man sagen, es ändert, würde sich durch den Übergang von zum Bestellerprinzip eigentlich nichts ändern. Weil wenn man sich fragt, was hat der Käufer und der Verkäufer einer Immobilie, was haben die im Kopf? Der Käufer sagt, ich bin bereit, für die Immobilie so und so viel zu bezahlen, inklusive aller, ich habe halt jetzt, ich habe es hier zum Beispiel, wir haben es hier die Immobilie von 400.000, der Käufer sagt, 414.000, 415.000, mehr zahle ich nicht. Und ist mir egal, denke ich mal, als Käufer, wie das, die Summe, die sich darstellt, wie die sich jetzt auf Nebenkosten oder auf das Objekt, sondern ich habe halt einen bestimmten Betrag und wenn ich vernünftig bin, addiere ich alle meine Kosten, sage, das kann ich bezahlen. Und der Verkäufer sagt, nach Abzug aller Kosten möchte ich so und so viel haben. Und wenn beide diese Fixierung haben, was bin ich bereit, alles in allem für das Ding zu bezahlen, was will ich haben, nachdem alles abgezogen ist, ändert sich durch das Bestellerprinzip eigentlich nichts. Ich habe als vorletztes Slide, glaube ich, so, was eigentlich das Grundthema, das Sie jetzt ja auch stark bewegt, ist diese ganze Regulierung. Und es ist ja faszinierend, wie viele Regulierungen es im Immobilienbereich gibt. Es gibt die Zusammenstellung hier, die ich bei einem Herrn Wallberg und anderen gefunden habe, energetisch, baurechtlich, Umwelt, sonstige rechtliche Anforderungen, es ist unglaublich. Ja, und das Problem ist natürlich nur, es gab ja mal einen Bundespräsident, Herr Köhler, der hat gesagt, wir tun mal einmal für einen Monat alle Regulierungen außer Kraft setzen und dann machen wir mal. Ich meine, das ist natürlich auch nicht so toll, wenn jetzt dann in dem Monat zufällig das Nachbargrundstück bei mir frei ist und da baut einer jetzt ein 10-stöckiges Hochhaus hin. Das ist natürlich auch nicht so toll. Also das heißt, natürlich haben diese Regulierungen alle ihre Berechtigung und es ist einfach ein unglaublicher Zielkonflikt. Und das ist unglaublich schwierig, diese ökologische Komponente, die Umwelt, die Natur, auch mein eigenes Wohnrecht, weil jeder von uns ist... Jeder wird sagen, ja, wir müssen jetzt Verdichtung, ist wichtig, aber wenn natürlich neben mir verdichtet wird, bin ich auch nicht so glücklich. Also das ist einfach schwierig, da vernünftige Lösungen zu kriegen. Ich glaube, dass wir schon, wenn man da mal kritisch durchgeht, vieles findet, was überholt ist, was zu lange dauert, was zu komplex ist. Aber natürlich genau das zu finden, ist halt einfach unglaublich schwierig. Da kann ich als Ökonom auch noch, man kann nur sagen, das gibt es und das ist ein Riesenproblem, aber es ist schwierig, da was Vernünftiges hinzukriegen. Das ist einmal die ganze Zusammenfassung. Also Immobilienpreise wachsen nicht in den Himmel, aber Himmel stürzt nicht ein. Immobilienblase sehe ich nicht, Angebot eher zu gering. Mietpreisbremse ist der falsche Weg. Wohngeld aus meiner Sicht gute Sache, muss man überlegen, was man machen kann. Sozialer Wohnungsbau nach bayerischem Modell. Bessere Förderung des privaten Wohnungsbaus, eben vor allem durch eine gleichmäßige Behandlung von Immobilienerwerb und Erwerb von Lebensversicherung, Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer, Bodenwertmodell bei der Grundsteuer. Ich denke, das wären Dinge, die das Ganze voranbringen. Und insgesamt, glaube ich, ist eigentlich Ihr Konzept eine gute Sache, dass man sagt, man macht solche Immobiliengipfel. Also, ist auch ganz lustig. Das Bild ist insoweit auch lustig, als ich den ersten Kontakt mit Ihnen aufgenommen habe, saß ich zufällig in Zermatt auf dem Balkon und hatte genau diesen Blick aufs Matterhorn. Also von daher ist das jetzt auch ganz witzig, als wir das erste Mal miteinander geredet haben, war das genau der Blick, den ich da hatte. Also von daher ist das jetzt auch passt doppelt gut. Und was ich damit meine, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, Ihr Anliegen, dass man jetzt möglichst eine langfristige, verlässliche Perspektive für alle Beteiligten schafft, dass man jetzt versucht, möglichst für die nächsten 10 Jahre zu sagen, was will man planen, wo will man planen, da kürzt hier auch die ganze Nahverkehrsstruktur dazu, dass man möglichst eben diese Perspektive bringt, die dann auch alle Akteure an den Tisch setzen sollte. Und das wäre auch für die Bauwirtschaft aus meiner Meinung nach extrem wichtig, dass die eben jetzt wissen, das geht die nächsten Jahre so weiter. Wir haben einigermaßen verlässliche Bauentwicklungen, wir müssen jetzt nicht damit rechnen, dass uns wie 2000 plötzlich die Luft ausgeht. Wir sitzen dann plötzlich mit unseren Leuten da und es geht nicht weiter. Das heißt also, Rahmenbedingungen zu schaffen, und da gehört für mich auch dazu, dass man auch überlegt, quasi, wo macht man sozialen Wohnungsbau, in welchen Bereichen macht man das, wie macht man das, dass man die Mittel dafür in die Hand nimmt, dass man eben die Planung entsprechend macht. Ich glaube, das wäre der wichtigste Beitrag, denn was ja klar ist, das war der Titel von unserem Gutachten, von dem Kapitel, es gibt keine schnellen Lösungen im Wohnungsbau. Das ist eben jetzt kein Bereich, wo man irgendwie mal Wunder machen kann und sagen kann, ja, morgen früh ist alles gut, sondern das sind eben
Perspektiven 5, 10, 15 Jahre. Und je früher man anfängt, alle an den Tisch zu setzen, solche Wohngipfel zu machen, desto besser. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus